Ja, dann freue ich mich, dass ich dir heute Topicon vorstelle. Ja. Topicon ist eine Plattform, in der man Meinungen und Argumente digital geteilt werden von speziellen Nutzergruppen besser strukturieren kann und besser darstellen kann. Wir haben im Sommer das Gründerstipendium bekommen und sind seit 7 Monaten an der Entwicklung dran und sind jetzt so weit, dass die Plattform fertig ist. Ja. Und jetzt kann man fragen, warum ist das denn wichtig? Und Plattformen, Foren zum Beispiel oder verschiedene Unternehmen nutzen ja bereits die Möglichkeit, dass Nutzer Bewertungen und Meinungen abgeben können. Ja. Und was dann schnell auffällt, sind eigentlich immer wieder die gleichen Argumente, die auftauchen. Ja. Und Nutzer werten das eben unterschiedlich stark. Wir haben eine Plattform entwickelt, mit der man das dann übersichtlicher und besser auf einen Blick sieht. Ah ja. Das ist ja spannend. Das heißt, für Institutionen oder für Unternehmen, die können sich eine Instanz unserer Plattform Software as a Service mieten und haben dann die Möglichkeit, Nutzergruppen einzuladen, zu Themen oder zu Produkten Meinungen abzugeben. Das Besondere ist hier, dass die Meinungen aggregiert werden. Das heißt, wenn mehrere Nutzer die gleiche Meinung haben, das gleiche Pro- oder Kontra-Argument, dann werden die eben gevotet. Und so hat man auf einen Blick die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente zum Thema oder zum Produkt. Wir haben es oft gemerkt, sind es auch gesellschaftliche Fragen, was spricht für oder gegen den Brexit beispielsweise. Ja, ja. Und so haben die Nutzer dann eben... Das war's. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank. Wunderbar. Wird das denn mit KI steuern? Oder den Textabgleich? Der Textabgleich, da ist ein Algorithmus, der schaut, wird das, was eingegeben ist, bereits, existiert es bereits. Mhm. Dann voten Sie doch lieber, statt jetzt was Neues zu schreiben. Ja. Genau. Beispielsweise auch in einer Partei schnell Mitglieder einladen, zum Thema was abzugeben. Das ist nichts redundant, das heißt, man spart sich Zeit, hat es übersichtlich. Und im Gegensatz zu Umfragen, das kann man für solche Abfragen auch nutzen. Ne? Genau. Das ist sehr gut. Ja, müssen Sie uns mal zur Verfügung stellen. Sehr gerne. Dann können wir Sie vielleicht auch mal beauftragen bei gewissen Abfragen oder so. Ne? Ja, sehr gerne. Ja, darf ich Ihnen die Visitenkarte mitgeben? Ja, wunderbar. Sagen wir mal ein Stipendium. Unser Stipendium ist über Topicon. Ja. Ne? Ja, können Sie doch machen, sehr wahrscheinlich. So was, ne? Das ist richtig, ja. Wen Sie möchten, können Sie einladen. Dann testen Sie doch mal. Sehr gerne. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Danke. Dankeschön.